Strandbasis. Wenn man die nicht bewerfen kann, wie soll man denn richtig flirten? Warum sollte ich mit Suzuki flirten? So, dann eher mit, wie heißt sie? Lumia oder so? Ich schätze, mit der Forschung gut voranzukommen. Wunderbar, wir haben ein neues Pokémon! Vulpix haben wir weitergemacht. Oh, guck mal, hier gerade mein Forschung Level 6, 5 und Idran. Kommt das aus irgendwas rausentwickelt? Wir nehmen es mit. Ab ins Dorf zurück. Das sind Speedrun-Herausforderungen, man bekommt Gegenstände. Gut, ich habe ja gerade genug Gegenstände verloren, also. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, erstmal jetzt Gegenstände zu sammeln. Die kann ich ja mal mitnehmen. So. Ah, guck mal hier. Den Sabba-Pokémon. Oh nein, wo ich die jetzt hat's dich erwischt? Oh, Kacke. Oh, bei mir ist gerade alles wieder gut. Also ich habe echt 3 Tage richtig böse dran zu knabbern gehabt und dann am 4. ging alles gut. Ja, gute Besserung auch von mir, Wischti. Ach, Wischti, Wischti, Wischti. Ich dachte, du hast gelernt, dass es nicht cool ist. Ich hatte mich doch da extra geopfert, um das mal für euch auszutesten. So, Jan Mega kann weg. Dann nehmen wir jetzt Plaudergeibelt. Das könnte man auf dem Glutberg in Diamant Pearl Platin fangen. Also, dran, okay. Ja, leider, Kollege war positiv. Hab es wahrscheinlich von ihm. Na, warum glutsche noch immer mit deinen Kollegen? Gute Besserung, Wuschti. Die Corona hatte ich auch letztes Jahr. Nicht sehr cool. Naja. Jetzt seuchen wir uns doch irgendwie alle durch. Und das trotz Impfung, ne? Komisch. Ah, lasst uns da nicht. Aber schön, dass es dir wenigstens wieder gut geht. Ja, morgen, wie gesagt, darf ich mich aus der Quarantäne testen lassen, wenn ich möchte. Also verkürzt und werde das auch tun, damit ich endlich wieder raus darf. Weil ist schon kacke. Ist wirklich kacke. Ich meine, der ein oder andere von euch, der hängt vielleicht auch durchgehend freiwillig immer zu Hause. Aber so gar nicht raus, könnte ich mir zum Einkaufen, ist schon echt scheiße. Meine Omi ist auch zum 2. Mal. Oh, da muss man mal aufpassen. Alte Leute. Ja. Nicht, dass es schief geht. Ich hoffe allen immer nur das wirklich Allerbeste. So, ansonsten sieht es hier gar nicht mehr so schlimm aus. Na, da wollen wir mal. Ich opfere mich mal fürs Team, bleibe Corona-frei. Das wäre sehr wünschenswert, bitte. Mein Großer hat es auch, aber er hat keine Symptome. Ja. Das ist... Jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Doch schlimm, aber bei Kindern scheint es anscheinend wirklich nicht so schlimm zu sein. Das ist wirklich gut. Als ich in Quarantäne war, habe ich Tales of Arise komplett mit allen Erfolgen durchgezockt. Sehr cool, sehr cool. Ich war nicht in Quarantäne, habe es auch durchgezockt, komplett mit allen Erfolgen. Bäh. Jetzt bin ich hart an Horizon dran, aber das hat nicht gereicht. Kinder sollen das doch eh recht gut wegstecken, oder? Naja, ich hoffe ja. Aber die Sache ist halt die. Was ist, wenn es aber nicht so ist? Ich glaube, das will man sich nicht ausmalen. Komm, lass uns das Thema wechseln. Es ist scheiße, wirklich die gute Besserung. Es macht keinen Spaß, aber es macht halt eben auch ein bisschen die Stimmung im Eimer. Und ist momentan eh alles ganz viel scheiße, deswegen. Schönes Wetter, glaube ich. Okay, bei mir ist dunkel, ich kann nichts sehen, aber ich glaube dir. Oder meinst du hier, hier schneit's? Spiel. Ah, es ist wahr, ich sind lustig zu fragen, aber hast du schon mal von dem Pokémon Cresselia gehört? Ja, habe ich schon. Arsch. Ach, tatsächlich, naja, es war zwar reines Glück, aber immerhin hast du mich besiegt. Da kann man wohl auch erwarten, dass du von ihm gehört hast. Cresselia soll die Verkörperung der Mondsichel sein. Seine Federn heißen Luna-Federn, hab ich's schon mal gehört? Wenn man eine davon beim Schlafen hält, träumt man angeblich von den herrlichsten Dingen. Ich will eine Feder haben.
Für mich ist Cresselia eher ein echter Albtraum. Seit es auf dem Mondgrußkampffeld hinabgestiegen ist, versteckt sich mein König der Höhle. Voll lauter Sorge kann ich kaum ein Auge zutun. Könntest du das Pokémon vielleicht fangen und eine von seinen Luna-Federn ergattern? Machen wir. Hab ein Herz für Elektroball und fange Cresselia. Dass es sich meine Hoheitsstätte ausgesucht hat, beweist wenigstens seinen guten Geschmack. Immerchen grinsen und nicken. Ich wollte nur gekonnt das Thema wechseln. Hast du geschafft. Bei mir hat's geschneit. Geil. Ehrlich jetzt? Da hinten ist es. Okay, ich hab gelogen. Ich hab davon, glaube ich, noch nicht gehört. Wie, was habe ich das noch nie gesehen? Oder? Haben wir das schon mal gesehen? Haben wir es vielleicht in einem Raid-Kampf oder so gehabt? Bei Pokémon Schwertschild? Ich weiß es nicht. Ja, das weiterzocken, nur wenn von mir nichts mehr kommt. Ich bin eingeschlafen. Liegt dann aber nicht an dir. Nämlich beim Wort. Das tut immer ganz doll weh. Schlafwart scheint dann mehrere Leute bei mir ein. Ich weiß immer nie warum. Wuschti ist dann locker ein verspäteter Effekt von dem Pummelhof eben. Oder so. Ich glaube, ich habe noch 5-mal Drink offen. Ich trinke meinen Schluck. Also ein bisschen feuchten Mund habe ich immer noch. Trockenen natürlich. Auweia. Naja. Anderes Thema, Neko zu antworten, mir geht's super. Ich habe ab 10.3. Urlaub bis zum 31.3. alles Resturlaub vom letzten Jahr. Beide Fresse. Hehehehe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich darf leider keinen Resturlaub mitnehmen, aber ich habe auch bald Urlaub. Oh nein, also was kann ich erleiden? Die Steuerung ist. sowas kann ich nicht. So, fangen wir das einfach nur oder können wir es einfach hier. Nee, okay. Oh, 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 oh. Seele. Gibt's hier irgendwas zum Bewerfen? Fuck, Dreck. Was muss ich tun? Geh weg! Der Controller macht, was er will. Irgendwann eine Möglichkeit ist zu fangen. Ach, scheiße, das hab ich verkackt. Scheiße, 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 scheiße. Wo kann ich denn kein Pokémon auf. Da will ich ja gar nicht laufen. Ah, ich hasse es. Was ich. Verdammt. Seele. Shit. Auf Weiher. Schön Flüssigkeit nachkippen, Kines. Ja, heute hier los. Oh nein. Ein Doppelleber ist weg. Tja, da hat Dirk auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Heute ist Action angesagt, ja. Verdammte Axt. Kann ich hier die Dinger mitnehmen? Warte mal, hinten liegt doch auch irgendwas. Oder eine Blume. Oh, ich krieg Anfall. Krieg einen Anfall. Nein. Krass, sieht gleich aus. Warum hört er nicht auf? Jetzt. Okay, also wir können uns anscheinend doch anschleichen. Willst du uns was mit Silikon berichten? Beichten? Hier probieren. Oh, hier kommt ein Düsenball. Hm.
Aber nicht so cool. Ja, es kommt. Es kommt, das will ich holen. Ja, ciao. Gibt's hier irgendwas? Hier gibt's nichts. Das wirst du nicht tun. Komische Vieh. Kämpfen. Ich versuche sie zu bekämpfen. Jetzt können wir kämpfen. Warum können wir jetzt so weit mal kämpfen? Weil Sebi Sebi heißt? Sebi! Alles rein da! Leute! Ist jetzt die große Zeit vom Wushti. War ein Schild rum. Ich hab's nicht geblickt. Wushti, deine Chance jetzt. So. Los. Silikonwurf. Ja, yeah, Wushti. Killen wir's jetzt? Ich hab Angst. Dabei. Entschuldigung, Sammy. Wushti! 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 Mensch, Wushti! Oh oh, Wushti! Wushti steht weg! Ja, Wushti, da bist du mal wieder tot! So ist das heute! So. Wir haben, zwei Tote. Na, dann wird mal Wespert hier reingeholt. Nachtwuschti. So. Genesung. Ah, Selbstheilung. Gut, aber wir probieren mal hier Hyperball zu werfen. Bin halt Verschleißmaterial. Du vertrittst Aqua würdig. Aqua darf heute nicht sterben, jetzt sind die anderen dran. Bäm, da haben wir es. So, Kresselia. Was für ein Scheißvieh. Ah. Dafür gibt's die Furchttafel. Sehr geil. Okay. Nanu, statt einer Lunafeder hast du ja eine Art Steinplatte. Ich spüre eine Kraft von ihr ausgehen. Dass Kresselia dir keine Feder gegeben hat, heißt wohl, dass wir sie nicht benötigen. Das 2. Man wird echt mit Legis zugehauen. Als legendäre Pokémon, ja? I don't know. Sorry. Ach, gar keine üble Leistung, aber weniger erwarte ich auch nicht von jemandem, der es sogar mit dem großartigen Tsubaki aufnehmen kann. Auch wenn du damit natürlich nur Glück hattest. Mit einem starken Trainingspartner wie dir werden mein König und ich vielleicht noch stärker. Ich werde in die Siedlung zurückkehren und die anderen von der Bedeutung der Federn berichten, wenn auch leider ohne Exemplar. Aqua liegt mit einem Liegestuhl und ein Geisterbuch daneben und gut zu. Ja, wie wir alle. Und guckt zu, also. Ein Geisterbuch, ja? So, eine Tafel fehlt noch. Jetzt können wir in den Tempel. So. Ist dieses Heat Run dann auch ein legendäres gewesen, ja? Wushti ist auch legend. Warte. Wegen Feuer-Geist-Typ. Ach stimmt, ja, es hat ja hier den Geist-Typ noch mit bei. Das ist natürlich cool, ne? Deswegen sieht es auch so cool aus. Glaube ich. Und am besten noch ein Cocktail in der Hand. Jo, aus der dritten Generation meine ich. Achso, das galt jetzt nicht dem Cocktail in der Hand, sondern dem
Idran auch ein legendäres Pokémon ist. Alles klar. Das finde ich eigentlich ganz cool, ne, dass sie das so machen. Guck mal hier, so schaut's aus. Ja, bin doch in einer anderen Unterhaltung. Okay. Dann, ab zurück ins Dorf. Nein, ins Dorf! Ins Dorf. Gut, dann geht's jetzt in den Tempel. Und dann nehmen wir mal hier die... die Weide wollen wir nicht nehmen. Wir wollen hier die... Vesprit hatten wir es jetzt eben gerade, hatten wir gesehen, ne? So, das packen wir auch mal weg. Ist viel zu stark hier. Was sind eigentlich... hier. Hier. So. Ah, auch Level 70. Na, nehmen wir einfach mal mit. Können wir uns mal reingucken. Psychoklinge, Psychokines, Mondgewalt und Una-Gebet. Originalpartner Barin, das liest. Ne? Pack mal die hier alle mal hin hier. So, wen haben wir denn hier? 60. Wir haben hier unser Staraptor, aber so lange nicht mehr benutzt. Unser Garados auch so lange nicht mehr benutzt. Getik auch. Und ich will die ganzen geilen Pokémon hier. Wir wollen mal mitnehmen. Ploppt der Chat nicht mehr nach? Wieso? Ich glaube, der Chat ist abgekackt. Okay, aber kurzzeitig vielleicht ist er abgekackt. Weil jetzt ist er da. Also ich habe es nicht mitbekommen. Habt alles richtig gemacht. Macht weiter. Was wollen wir mitnehmen? Als drittes. Jetzt geht's wieder. Ich trinke meinen Schluck. Als drittes. Als sechstes. Also als nächstes. Als Pokémon. Immer schön Flüssigkeit nachkippen, Kines. Ab vorgesehen, wo ich die... Justin, Grüße, gerne. Fehlen noch ein paar, glaube ich. Ich habe jetzt bis zum 15.03. vorproduziert. Kommt jeden Tag ein Video, aber ich mache nebenbei noch Horizon, deswegen weiß ich nicht. Aber ist noch nicht fertig. Kommt noch. Das kommt noch. Ich legge. Zu Roark, aber ich glaube, das ist zu stark. Das ist schon Level 60, ja, das habe ich schon da gehabt. Müssen wir was anderes mitnehmen. Ja, Nico hier ordentlich am Tauschen ist. Elinara geht immer, alles klar. Dann Elinara mit. Ups. So, gib dein Bestes. Tun wir. Mal gucken, ob wir im nächsten Kampf jetzt gewachsen sind oder ob es in die Hose geht. So, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Da waren wir schon mal. Das ging da schief. Und ich brauche immer noch einen Kirillia oder so. Ist aber sehr schwach. Hallo. Ist mega ich stark. Ich wäre so gern ein bunter Malstift. Dann würde man mit mir die schönsten Gemälde malen. Und die Leute würden dafür... teures Geld bezahlen. Benutzen dürfte mich nur jemand, der auch wirklich malen kann. Also, liebe Kinder, fasst mich bitte nicht an. Sehr gut, Wuschti. Sehr gut. So sehe ich das auch. Genau so sehe ich das auch. Was ist passiert? Wird doch hier eigentlich... Yeah, nicht vertippt. Ja, die Stimme hat sich nicht versprochen. Bin mal gespannt, bis dann da auch irgendwann Urheberrechtsverletzungen kommen. Und sie dann irgendwann sagen, das geht aber nicht. So geht das nicht.
ob es wohl ein Malstift-Männersymbol ist. Verstehe ich jetzt nicht. Ach, wir hätten uns bis hierhin eigentlich eine Schnellreise fortbewegen können. Egal. Egal. Hoch jetzt. Bau ab. Wir brauchen Glanzsteine. Wegen die Poker-Rap damals. Nidoran, Männersymbol. Ja, das war cool. Das war cool. Also, soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Entschuldigung. Ich habe jetzt auch eine Woche lang meine Bandkollegen und Probe nicht machen können. Ich habe gerade über einen unserer neuen Songs nachgedacht, der da immer kommt. Beim Kopf jetzt. Der neuesten. Sorry. Da kommt kein Männersymbol drin vor. Der ist auch relativ kurz. Überlegt, ob man den auch vielleicht irgendwann mal einbauen kann, wenn ich den aufgenommen habe. Ich werde mal gucken. Mann, ja, sorry. So, dann gucken wir mal jetzt. Da rappt ihr über Männersymbole oder wie? Bin. Doch. Oh. Bitte. Was? Nein. Das zum Thema Tippfehler. Was? Was? Was ist hier los? Ich untersuche mal die Tür. So, jetzt passiert was. Beim letzten Mal passierte nichts. Deine Steintafel, Frosttafel und Eisentafel reagieren auf die Pforte. Ach, nein, doch. Oh. Ich stehe heute auf dem Schlauch anscheinend. Bin doch, oh. Der Text war jetzt so nachlesen. Okay, Entschuldigung. So, jetzt gucken wir mal, was hier drinnen los ist. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Klugi.